Guten Tag, ihr Lieben. Es ist mal wieder Maskenzeit und Virus-Online-Zeit. Es sind zwei neue Studien rausgekommen, nämlich eine dazu, dass wenn man Masken den ganzen Tag trägt, dass es dann manchmal schwerer ist zu atmen. Und einige haben dann gesagt, ja, aber ihr habt doch gesagt und gemessen, dass genug Sauerstoff im Blut ist, nämlich in meinem Fall sogar 100%, obwohl ich drei Masken übereinander anhatte. Was sagst du dazu, Ines? Ja, also ich habe die Studie auch angeschaut und da geht es nur darum, dass der Atemwiderstand erhöht wird. Was ist Atemwiderstand? Ja, wenn man was vor der Nase hat, also wenn man was vor Nase und Mund hat, dann ist es schwerer ein- und auszuatmen. Dann müssen die Muskeln mehr arbeiten. Und es gibt ja Menschen, die haben ja so schon Schwierigkeiten, wenn sie die Treppe hochkommen, dass sie dann schon außer Atem ganz viel arbeiten müssen. Und wenn dann die Muskeln noch mehr arbeiten müssen, dann kann ich verstehen, dass sich das anfühlt, als wenn man sehr viel weniger Luft kriegt. Genau. Also wir haben gemessen, dass der Sauerstoffgehalt dass der Sauerstoff durch die Maske durchkommt und das kein Problem ist. Aber genau. Unsere Muskeln müssen mehr arbeiten. Genau, so ist das halt manchmal. So ist jetzt ist halt Pandemie. Ne? Wenn die Pandemie vorbei ist, dann geht es wieder ohne Maske. Aber ihr müsst ja keine Angst haben, dass ihr sozusagen, ja, ihr strengt euch mehr an. Ja, das stimmt, aber ihr kriegt trotzdem genug Sauerstoff ins Blut. Nochmal. Sportler machen das übrigens, damit sie ihre Lungen trainieren. Ja. Die setzen das extra auf, eine Maske extra auf, und dann kann man seine Lunge damit trainieren. Weil wenn man das länger macht, dann kriegt man mehr Muskeln. Also niemand hat gesagt, dass das alles schön ist und dass alles super ist mit der Pandemie. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht nur darum, ihr müsst überhaupt gar keine Angst haben. Null. Ne? Ihr kriegt genug Sauerstoff. So. Und jetzt das Zweite. Es gibt ja so viele Masken. Ihr habt die ja im Laufe der Zeit auch gesehen über die letzten Monate bei uns oder auf den Videos. Und dann bin ich neulich in Amsterdam in den Zug gestiegen. Und dann sagt der niederländische Reisebegleiter, diese Maske darf ich nicht verwenden, obwohl ihr die alle so geil findet. Das geht nicht. Da habe ich mir gedacht, ist der jetzt einfach unfreundlich oder was? Und ist er nicht. Ich habe es mir nochmal unter dem Vergrößerungsgerät angeguckt. Mal sehen, vielleicht kann ich auch gleich... Das ist auch tatsächlich nicht erlaubt in den Niederlanden. Da sind die Deutschen noch ein bisschen nachsichtiger. Ja, und zwar tatsächlich, er hat recht, wenn man da durchguckt, das ist nicht wirklich zweilagig. Ich versuche euch das mal gerade zu zeigen. Vielleicht könnt ihr das dann sogar sehen. Und es sind sogar richtige Löcher da drin zu sehen. Da könnt ihr das sehen. Also da, wo das Licht hier durchkommt... Also alles, was ihr da als weiße Punkte seht, das sind echte Löcher. Also so gesehen hat der Zugbegleiter sich gesagt, das wollen wir nicht. Wir möchten, dass das alles ganz dicht ist und die Tröpfchen sollen nicht da durchkommen. Jetzt haben wir mal geschaut, welche Maskentypen es gibt und sind, also ich will euch mal sagen, zu welchem Schluss ich gekommen bin. Und die Ines kann ja mal sagen, die hat nämlich einen anderen Favoriten, zu welchem die Ines gekommen ist. Also das hier sind Masken. Da könnt ihr noch einen Filter reinlegen. Also dieser Filter, der macht dann noch eine dritte Lage da rein. Die kennt ihr ja vielleicht. Dann gibt es die Masken, die so zusammengefaltet sind und die man dann auseinanderfalten kann. Die kennt ihr auch. Das ist aber relativ dick. Das hört ihr schon, dass meine Stimme sich verändert. Und was nehmen wir denn mal noch? Achso, hier so eine Fahrradmaske. Ah ne, da fehlt der Filter. Die können wir jetzt nicht nehmen. So. Und hier unsere dünne Maske. Und die Ines hat dann gesagt, mach's doch nicht so kompliziert mit dem Vergrößerungsgerät. Hier ist auch noch eine schöne, das ist die Körperweltenmaske, die finde ich auch ziemlich geil. Mach's doch nicht so kompliziert, mach doch einfach einen Test. Und wie ihr wisst, in den Naturwissenschaften gilt die Regel, nur der Test zählt. Das machen wir uns jetzt mal vor. Und zwar hat die Ines gesagt, nimm doch einfach eine Kerze und dann kannst du ja sehen, wie gut Tröpfchen, Teilchen, Luft, Gase, irgendwas durch die Maske durchkommen. Achso, Ines, warum magst du die Maske besonders? Solltest du vielleicht auch mal kurz erklären? Diese papierartige Einwegmaske. Das ist eine mit Aktivkohlefilter. Das heißt, man muss, also die benutze ich sehr gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln. Man muss dann den Geruch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Funktioniert wirklich. Neulich hat jemand vor uns im Zug mega, mega stark Darmwinde abgegeben. Es war super ekelig und Ines war als einzige lalala. Es war wirklich verblüffend. Sie ist sonst sehr geruchsempfindlich. Ja. Also mach's mal vor, bitte. Also meinst du jetzt mal aufsetzen und dann... Meine Idee war, war die Maske soll das ja abhalten. Also soll abhalten, dass unsere Atemluft sich überall im ganzen Raum verteilt. Und das kann man dann einfach testen, indem man versucht, eine Kerze auszupusten. Und das geht tatsächlich nicht. Also das hätte ich niemals gedacht. Also ich kann auch ganz nah ran. So, jetzt nehme ich mal das ganz dünne Ding hier. Und ich erahne schon, was passiert. Also wir haben es nicht ausprobiert, aber... Ich ahne, dass die Löcher, die ihr ja gerade auch gesehen habt, dass die dazu führen. Nee, selbst damit nicht. Also da könnt ihr sehen, ein Schutz ist selbst damit schon gegeben. Und
Ja, dann brauchen wir jetzt die dickeren Masken eigentlich fast nicht mehr auszuprobieren. Wir können ja mal hier die dicke Rammstein-Maske nehmen. Aber die ist, da hört ihr wie gesagt schon, dass meine Stimme richtig gedämpft ist. Die ist sehr gut verarbeitet. Passiert also auch nichts. So, was wir euch damit nur sagen wollen ist, auch die schlechteste und dünnste Schalmaske, die nach der aktuellsten Studie, die wir uns angeguckt haben, tatsächlich die ist, die natürlich jetzt viel, viel kleinere Teilchen noch, also Virusteilchen und so durchlässt, ist immer noch besser als nichts. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt irgendeine Maske, die etwas dicker ist, die mehrere Schichten hat. Und wie wir euch hier schon mal erklärt haben, die Tröpfchen, wo die Viren drin sind, also die Speicheltröpfchen, die werden meistens von der ersten Schicht aufgefangen. Da. Und da entsteht an der zweiten Schicht ein ganz, ganz klein bisschen Aufladung, wo zusätzlich dann auch nochmal die echten Viren hängen bleiben können. Und alles andere über Masken brauchen wir euch jetzt nicht mehr erzählen, das kennt ihr jetzt alles schon. So. Also man will ja nur, dass die Tröpfchen aufgefangen werden. Ja. Eigentlich, ne? Ja, und noch was. In den Tröpfchen sind noch die Viren. Genau. Und jetzt noch was Letztes. Mein persönlicher Tipp ist, nehmt euch tatsächlich eine Maske, die ihr ein bisschen ans Gesicht formen könnt. Entweder mit diesem Bügel, den ihr alle schon kennt. Den haben wir euch schon vor sehr langer Zeit vorgestellt. Das hat die Ines gerade auch mit ihrer Maske vorgemacht. Oder nehmt eine Maske, die sich sehr gut dem Gesicht einfach anpasst. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder welche, die relativ... die direkt ein Gesicht drauf haben. Gesicht drauf haben. Also welche, die relativ gut geschnitten sind. Da habt ihr oben aber noch so eine kleine Stelle drin. Und mein persönlicher Favorit derzeit, auf die werde ich jetzt auch dauerhaft umstellen, sind solche, die so ein bisschen eine gewisse Form schon haben und die sich dann so anpassen, dass man sie super bequem tragen kann und im Alltag nicht stören und gleichzeitig auch zwei Schichten haben und dick sind. Also es gibt ganz unterschiedlich geschnittene Masken. Wenn die euch Segelohren machen oder wenn die anfangen zu drücken, probiert einfach ein anderes Modell aus. Es gibt für jeden was Gutes. Ja klar, und ihr könnt natürlich auch die Gummis einfach verlängern oder ihr könnt es auch ganz um den Kopf rum machen. Das haben wir auch schon gesehen. Also das ist wirklich das kleinste Problem mit den Bügeln. Wir wollten jetzt wirklich nur noch mal kurz auf die Schichten zurückkommen. Es ist wirklich super einfach und auch mit den neuesten Studien, die rausgekommen sind, es steht das meiste Maskenmaterial in Einklang. Wascht es halt regelmäßig, meinetwegen immer jeden Tag, in Seifenwasser. Ihr müsst dann nicht die 60 Grad Wäsche für anschmeißen. Du hast jetzt aber noch nicht gesagt, trocknet sie vernünftig. Schützen die schlechter als die? Weil die sind ja in den Niederlanden verboten. Die schützen schlechter, weil die ganz, ganz kleinen Teilchen, auch wenn ihr damit keine Kerze ausblasen könnt, trotzdem durchtreten. Wir wollten euch das mit der Kerze aber trotzdem mal zeigen, damit ihr seht, dass selbst die schon einen Schutz bewirken. Das macht nämlich. Was soll denn den Abstand verringern? Also so kann ich andere Leute, die vor mir sind, also so kann ich dich dann nicht mehr anpusten mit meiner Atemluft. Genau. Sondern dann verteilt die sich hier. Es gibt ja auch Videos im Internet, wo dann Dampf, also so Dampf oder Rauch in die Maske reingepumpt wird. Und dann sieht man, dass der Dampf am Anfang ganz nach vorne sehr, sehr weit geht. Und das sind diese 1,5 Meter, die man halt Abstand halten soll, damit man davon nichts abkriegt. Zieht man die Maske auf, ist der Dampf nur noch hier so drumherum. Und das ist der Sinn, also dass der Dampf hier bleibt und nicht in die Richtung geht von meinem Gegenüber. Und richtig. Und übrigens, Aktivkohle, die ihr in richtigen Gasmasken kennt, irgendwie von der Bundeswehr oder von der Feuerwehr, die machen auch in Wirklichkeit nichts anderes als das, was diese wirklich vergleichsweise sehr schlechte Maske macht. Nämlich, die sorgen dafür, dass die Tröpfchen, die Luft und alles, was da kommt, verwirbelt wird und dadurch dann an der Oberfläche kleben bleibt. Das macht Aktivkohle auch nicht anders. Nur wenn ihr so einen dicken Aktivkohlefilter habt, könnt ihr euch vorstellen, ist die Wirkung natürlich 10.000 Mal besser. So. Und wenn ihr wissen wollt, ob eure Maske gut funktioniert, versucht das auch mit der Kerze. Also es gibt tatsächlich Masken, die sind so dünn, da kann man eine Kerze mit auspusten, die helfen dann nichts mehr. Die könnt ihr vergessen. Und wenn ihr natürlich ganz ehrlich, wenn ihr unter einer Lupe, unter einer ganz normalen Lupe, also nicht unter so einem Scheremikroskop, wenn ihr da schon die Löcher seht, dann lasst es auch sein. Ich rate euch nicht zwingend davon ab, weil sie besser als nichts sind. Das habt ihr jetzt ja gerade gesehen mit der Kerze. Aber ihr könnt das ja so machen, dass ihr dann irgendwie ein paar euch nehmt, die gut auf euer Gesicht passen, die euch keine Segelohren machen, die, wo ihr findet, dass das Design gut ist, zum Beispiel mit Vögelchen oder ganz schwarz, und wo ihr dann am Ende auch einfach den ganzen Tag mit rumlaufen könnt und sie dann abends einfach schnell ein bisschen mit Seife auswascht, trocknen lasst, dann habt ihr noch eine zweite, eine dritte. Ich habe jetzt vier im Moment im Einsatz, vier genau gleiche, und dann hat sich die Sache. Und damit die Ines und ich die nicht vertauschen, haben wir innen auch noch Farben reingenäht. Tschüss!